Ursprünglich wollte Rainer Maria Wölki einfacher rheinischer Pastor werden. Doch er macht Karriere in der katholischen Kirche. 2012 wird er im Petersdom von Papst Benedikt XVI. Zum Kardinal berufen. Als damals jüngster von 213 Kardinälen weltweit. Später ist er als Mitglied im Konklave an der Wahl des neuen Papstes Franziskus beteiligt, Benedikts Nachfolger. Seit 2011 ist Wölki Erzbischof in Berlin. Statt in der heilen katholischen Welt, die der gebürtige Kölner aus seiner Heimatstadt kannte, lebt er hier in der Diaspora. Zusammen mit nur 325.000 anderen Katholiken. In der Hauptstadt sorgt er für Aufsehen. Er prangert die Kinderarmut an, fordert mehr Hilfe für Flüchtlinge und trifft sich als erster Bischof überhaupt mit Vertretern von Schwulenverbänden. Jetzt kehrt der 57-Jährige nach Köln zurück und wird Nachfolger seines sehr konservativen Ziehvaters Joachim Kardinal Meißner. Keine Diaspora mehr, sondern das mitgliederstärkste Bistum Deutschlands und eines der bedeutendsten der katholischen Kirche weltweit.